Ja, liebe Kinder, seit einigen Jahren findet im ganzen Land der bundesweite Vorlesetag statt. Und zwar deswegen, damit Kinder lernen, dass Vorlesen eine schöne Sache ist, dass sie merken, dass Bücher spannend sein können. Und da beteiligen sich relativ viele prominente Leute, Schauspieler, Wissenschaftler, aber eben auch Politiker. Die Kanzlerin zum Beispiel, aber auch Abgeordnete. Und ich mache seit vielen, vielen Jahren auch schon mit. Und in diesem Jahr bin ich wegen Corona nicht an Schulen und nicht im Kindergarten oder in einer Bibliothek, sondern mache ein kleines Video zu Hause. Meine Mädels haben dieses Jahr ein Buch vorgeschlagen, das ich vorstellen und vorlesen soll, einen kleinen Ausschnitt, und zwar von Erin Hunter, Warrior Cats. Erin Hunter, ist gar keine wirkliche Person, sondern ein Autorenteam. Und Warrior Cats, tja, eine spannende Geschichte, jenseits der Menschen, tief verborgen im Wald, da passiert etwas. Und ich fange einfach mal an zu lesen mit dem Prolog. Das Licht des halben Mondes glänzte auf den Granitfelsen und verwandelte sie in Silber. Die Stille wurde nur durch das Plätschern des rasch fließenden schwarzen Flusses unterbrochen und das Flüstern der Bäume im dahinterliegenden Wald. In den Schatten rührte sich etwas und von überall her krochen geschmeidige, dunkle Gestalten verstohlen über das Gestein. Ausgestreckte Krallen funkelten im Mondlicht. Wachsame Augen blitzten wie Bernstein. Und dann, wie auf ein stilles Kommando, sprangen die Tiere aufeinander los. Und plötzlich wimmelten die Felsen von kämpfenden, kreischenden Katzen. Mitten in dem wilden Getümmel aus Fell und Krallen presste eine massige, dunkle Tigerkatze einen rotbraunen Kater zu Boden und reckte triumphierend den Kopf. Eichenherz, knurrte der getigerte Kater. Wie kannst du es wagen, auf unserem Territorium zu jagen? Die Sonnenfelsen gehören dem Donnerclan. Nach heute Nacht, Tigerkralle, wird dies ein weiteres Jagdgebiet des Flussclans sein, fauchte der rotbraune Kater. Ein Warnschrei ertönte vom Ufer, schrill und voller Angst. Passt auf, da kommen noch mehr Flussclan-Krieger. Tigerkralle wandte sich um und sah schlanke, nasse Leiber aus dem Wasser unterhalb der Felsen gleiten. Die fremden Krieger sprangen lautlos das Ufer hinauf und stützten sich in die Schlacht und stürzten sich in die Schlacht, ohne auch nur das Wasser aus dem Fell zu schütteln. Der getigerte Kater warf Eichenherz einen funkelnden Blick zu. Ihr mögt schwimmen wie die Otter, aber du und deine Krieger haben nichts in diesem Wald verloren. Er zog die Lippen zurück und bleckte die Zähne, während sich sein Gegner unter ihm zu befreien suchte. Der verzweifelte Schrei einer Kätzin aus dem Donnerclan erhob sich über den Lärm. Ein drahtiger Kater aus dem Flussclan hatte die braune Kriegerin flach auf den Bauch gedrückt und schnappte nach ihrem Genick. Aus seinem Maul troff noch das Wasser des Flusses, den er soeben durchquert hatte. Tigerkralle hörte den Schrei und ließ von Eichenherz ab. Mit einem gewaltigen Sprung stieß er den feindlichen Krieger von der Kätzin weg. Schnell, Mausefell, lauf, befahl er ihr, bevor er sich dem Kater zuwandte, der sie bedroht hatte. Mausefell rappelte sich auf, zuckte vor Schmerz zusammen und stürmte trotz der tiefklaffenden Wunde in ihrer Schulter davon. Tigerkralle fauchte vor Wut, als der Kater aus dem Flussclan ihm die Nase aufriss. Blut nahm ihm für einen Augenblick die Sicht, aber ohne darauf zu achten, warf er sich nach vorn und schlug die Zähne in das Hinterbein seines Gegners. Der kreischte auf und kämpfte sich frei. Tigerkralle! Der Ruf kam von einem Krieger, dessen Schwanz rot wie das Fell eines Fuchses war. Es ist zwecklos, es sind zu viele Gegner. Nein, Rotschwein, der Donnerclan gibt sich niemals geschlagen, heulte Tigerkralle zurück und sprang an die Seite von Rotschweif. Das ist unser Territorium. Über seiner breiten, schwarzen Schnauze quoll noch immer Blut hervor. Er schüttelte unwillig den Kopf und rote Tropfen spritzten auf die Felsen. Der Donnerclan wird deinen Mut zu würdigen wissen, Tigerkralle. Aber wir können es uns nicht leisten, noch mehr Krieger zu verlieren, drängte Rotschweif. Blaustern würde niemals ihre Krieger gegen eine derart gewaltige Übermacht kämpfen lassen. Wir werden eine andere Gelegenheit bekommen, uns für diese Niederlage zu rächen. Unbeirrt erwiderte er den Blick aus Tigerkralles bernsteinfarbenen Augen.
Dann wandte er sich um und sprang auf einen Felsen am Rande des Waldes. »Rückzug, Donnerclan, Rückzug!« schrie er. Sofort kämpften sich die Krieger von ihren Gegnern frei und zogen sich fauchend und knurrend zu Rotschweif zurück. Ein Herzschlag klang, wirkten die Katzen des Flussclans verwirrt. War diese Schlacht so leicht gewonnen? Dann stieß Eichenherz einen Triumphschrei aus und seine Krieger schlossen sich dem Siegesgeheul ihres zweiten Anführers an. Rotschweif blickte hinab auf seine Krieger. Mit einem Zucken des Schwanzes gab er das Signal und die Donnerclan-Katzen stürmten die flussabgewandte Seiten der Sonnenfelsen hinunter und verschwanden zwischen den Bäumen. Tigerkralle folgte ihnen als letzter. Am Rande des Waldes zögerte er und warf einen Blick zurück auf das blutgetränkte Schlachtfeld. Sein Gesichtsausdruck wirkte grimmig. Die Augen waren zu wütenden Schlitzen zusammengekniffen. Dann folgte er seinem Clan und entschwand in den schweigenden Wald. Auf einer verblassenden Lichtung saß allein eine alte, graue Kätzin mit blauen Augen und starrte hinauf zum klaren Nachthimmel. Um sie herum in den Schatten waren das Atmen und die trägen Bewegungen schlafender Katzen zu hören. Aus einer dunklen Ecke trat eine kleine, schildblattfarbene Kätzin auf flinken, leisen Pfoten heran. Die graue Katze senkte grüßend den Kopf. »Wie geht es, Mausefell?« fragte sie. »Ihre Wunden sind tief, Blaustern«, antwortete die Schildblattfarbene und ließ sich auf dem nachtkühlen Gras nieder. »Aber sie ist jung und stark. Sie wird rasch wieder gesund werden.« »Und die anderen?« »Auch die werden sich alle erholen.« Blaustern seufzte. »Welch ein Glück, dass wir diesmal keinen unserer Krieger verloren haben. Du bist eine begabte Heilerin, Tüpfelblatt.« Erneut legte sie den Kopf in den Nacken und betrachtete die Sterne. »Ich bin sehr beunruhigt wegen der Niederlage heute Nacht. Noch nie, seit ich den Donnerclan führe, ist er auf seinem eigenen Territorium geschlagen worden«, murmelte sie. »Es sind schwierige Zeiten. Die Blattfrische verspätet sich dieses Jahr und es hat weniger Junge gegeben. Der Donnerclan braucht mehr Krieger, wenn er überleben will.« »Aber der Blattwechsel hat doch gerade erst angefangen«, erwiderte Tüpfelblatt ruhig. »Es wird mehr Junge geben, wenn die Blattfrische kommt.« Die Graue zuckte mit ihren breiten Schultern. »Vielleicht hast du ja recht. Aber die Ausbildung unserer Jungen zu Kriegern dauert ihre Zeit. Wenn unser Clan sein Territorium verteidigen will, braucht er neue Krieger, so bald wie möglich.« »Suchst du nach Antworten beim Sternenclan?«, fragte Tüpfelblatt sanft und folgte Blausterns Blicken hinauf zum funkelnden Sternenband am dunklen Himmel. »In diesen Zeiten brauchen wir die Worte der alten Krieger, damit sie uns helfen.« »Hat der Sternenclan zu dir gesprochen?«, fragte Blaustern. »Nicht in den letzten Monaten.« Plötzlich leuchtete eine Sternschnuppe über den Baumwipfeln auf. Tüpfelblatts Schwanz zuckte und auf ihrem Rücken sträubte sich das Fell. Blausterns Ohren stellten sich auf, doch sie blieb still, während Tüpfelblatt weiter hinauf in die Sterne sah. Ein paar Augenblicke später senkte Tüpfelblatt den Kopf und murmelte. Das war eine Botschaft vom Sternenclan. Ein abwesender Blick trat in ihre Augen. Nur Feuer kann unseren Clan retten. Feuer? Wiederholte Blaustern. Aber alle Clans fürchten das Feuer. Wie kann es uns retten? Tüpfelblatt schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht, gab sie zu. Aber das ist die Botschaft, die der Sternenclan mir mitgeteilt hat. Blaustern richtete ihre klaren, blauen Augen auf die Heilerin. Du hast dich noch nie geirrt, Tüpfelblatt, sagte sie. Wenn der Sternenclan gesprochen hat, dann muss es so sein. Feuer wird unseren Clan retten. Ja, das war der Prolog, das heißt die Vorgeschichte. Und dann geht es mit der eigentlichen Geschichte, mit den Kapiteln in diesem Buch los. Und meine Kinder, die Mädels, haben mir gesagt, dass das super spannend ist, weil verschiedene Clans von Katzen im Wald um ihr Recht kämpfen. Wer wo jagen darf und innerhalb der Clans gibt es spannende Geschichte. Und es gibt nicht nur dieses eine Buch, sondern 50 in verschiedenen Reihen. Und das ist sehr empfehlenswert. Also ich empfehle es auch euch. Vielleicht habt ihr ein kleines bisschen Spaß und Interesse daran gefunden. Insoweit viel Freude, vielleicht wenn ihr selber weiterlest. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und kommt gut durch die Corona-Zeit. Ciao.